Hallo Leute, und heute wieder mal zu einem Video. Mal kein Webseiten vorstellen, kein sonst was Gedöns. Heute einfach mal ein Spiel vorstellen. Ein Spiel, was ein ziemlich kreatives Spiel ist, muss ich sagen. Ich kenne es zwar schon. Moment, Mikrofon vorstellen, lol. Ich kenne es zwar schon ein bisschen länger, aber das tut ja jetzt auch nichts zur Sache. Es erinnert ein bisschen an Portal und heißt Tag the Power of Pain. Also, Power of Pain kann man auch weglassen, aber ich nehme es halt gerne mit rein. Es erinnert ein bisschen an Portal, einfach weil es ein Shooter ist und weil es eine relativ neue. Das heißt, ich sage jetzt schon wieder Sachen, von denen ich nicht genau weiß, ob es ganz neu ist. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, was man so nicht kennt, wovon es sehr, sehr wenige gibt. Und einfach mal, um sich das Spiel anzugucken, es ist kein langes Spiel. Man kann, glaube ich auch, man kann nicht safen, deswegen, ich glaube nicht, dass es länger dauert als irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so. Ich denke mal maximal 2 Stunden oder so. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Spiel, vor allem weil es kostenlos ist, das heißt, ihr müsst es euch nicht extra kaufen. Man wird am Anfang ins Spiel reingeschmissen und kriegt halt gezeigt, hier so machst du das, so machst du das. Man hat nämlich eine Knarre, oder im ersten Level noch gar keine. Man hat eine Knarre und damit kannst du Farben verschießen. Und mit grüner Farbe machst du halt Sprungfelder, also wenn du auf die Farbe drauf trittst, springst du. Wenn du mit Blau irgendwo hinsprühst, dann bleibst du da kleben. Und wenn du mit Rot irgendwas machst, dann wirst du schneller dadurch. Und ja, das Ganze kann man halt gut kombinieren. Das ist mit ein bisschen Rätsel verbunden. Ist aber meistens relativ einfach. Ich habe jetzt noch nicht so viel davon gespielt, aber ich glaube, ich kann euch trotzdem mal sagen, was es ist. Es ist, jetzt ist schon wieder der Punkt erreicht, wo ich sage, keine Ahnung. Es ist ein Shooter, ganz klar. Aber es ist Kunst, ja. Ich habe es bei mir auch nicht unter Gameshops, unter Sonstiges in den Ordner getan, weil ich dann kann ich sagen, es ist Kunst. Es ist einfach nur ein lustiges kleines Spiel, was kreativ ist, was neu ist, was man so nicht kennt. Deswegen wollte ich es euch einfach mal gezeigt haben, weil ihr es verdient habt, sowas zu kennen. Ja, geil, scheiße. Okay. Bis dann, man sieht und hört sich mal wieder. Ciao.